kannst du die Stimmen hören, ohne sie herauf zu beschwören. An Beinen aus der Unterwelt, ihr Schreien in den Ohren gilt. Jahrzehntelanger Widerhall von Schüssen, die dumpf aufprallen. Wie könnt ich schweigen, ignorieren, dass Dunkelziffern eure Gräber ziehen? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die Fälschung der Geschichte ins Gericht. Wie viele Menschen verhungerten in der Ukraine und in Kasachstan? Bei der staatlich bewusst herbeigeführten Hungersnot in den 30er Jahren 4 Millionen starben, so sagen die öffentlichen Zahlen. Doch es waren 7 Millionen, ein Tod unter höllischen Qualen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Zivilbevölkerung bombardiert, sind daran 635.000 oder 10 Millionen krepiert. Rund 6 Millionen deutsche Nachkriegsopfer nirgendwo registriert, von den Siegermächten zu Tode gehungert, ja exterminiert. 1963 erlag John F. Kennedy dem Kreuzfeuer der CIA, danach starben 35 Augenzeugen, als wäre es ein Killer-Game. 5 Jahre später wiederholt sich das Spiel, the same again, an Kennedys Bruder. Ich frag nur, wie sinnlos musstet ihr gehen? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Doch auch heute geschieht ein Massenmord. Im Namen der Gesundheit, des Komforts. Die Konzerne sollen jetzt mit profitieren. Dazu braucht man nur noch Forscher zum Spielen. Gibt es wirklich keine Wissenschaftsstudien zur Schädlichkeit von Mobilfunk? In Wahnsinn ist 34.861 Punkt. Um Handyantennen, 4-fache Krebsrate, steigende Tendenz. Nebst Fehlgeburten, Erbgutschäden, Unfruchtbarkeit und Impotenz. Wie viele erkrankten an Autismus nach der Impfung MMR? Allein in den USA 250.000 oder unüberschaubar mehr. Warum starben im selben Land 14 Ärzte mysteriös in 5 Wochen? Weil diese aktiven Impfgegner die Geschäfte der Pharma anfochten? Mysteriös verstarb auch der Kinderhändler und Milliardär Epstein. Denn ein toter Vogel singt nicht, die Untersuchungen durften nicht sein. Um den Kinderhändler Mark Tutru starben 27 Augenzeugen. Die hohe Dunkelziffer im Kindesmissbrauch ist nicht mehr zu leugnen. Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die wahren Verzieher vor Gericht. Nach Epochen der Machtlosigkeit haben wir uns von den Ketten befreit. Schreiben neu die Geschichte der Zeit, weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Thank you.
Jetzt gehst du weg, genieß das Leben ganz für dich allein und lässt die Welt im Regen stehen. Schöpfung leidet und wir